Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. News Update hätte ich fast gesagt. Heute seit langem mal ein kleines Unboxing, nenne ich es einfach mal, was inhaltlich zu Apex Legends passt. Ich habe ein schönes fettes Paket bekommen. Achtung, das ist nicht von EA oder Respawn gesponsert. Ich habe vor über einem halben Jahr schon mal, ich sag mal, Werbung gemacht, dass ein Questbook oder ein Pathfinder Questbook rauskommt. Ich habe es heute endlich bekommen, ist eigentlich am 2.2. diesen Jahres erschienen und ich habe es jetzt endlich bekommen. Aktuell gibt es da noch ein bisschen Lieferschwierigkeiten, also wer Bock hat, das zu bestellen, ich haue euch auch einen Amazon Affiliate Link rein. Wer sich das bestellen will über Amazon, ganz kurze Info, bestellt jemand über diesen Link, bekomme ich ein klitzekleines Stückchen vom Kuchen ab. Ihr bezahlt aber nicht mehr, ihr unterstützt mich einfach nur ein bisschen. Wer da keinen Bock drauf hat, ist auch völlig okay. Ich möchte es einfach nur mal der Vollständigkeit halber euch erwähnen, dass ich da mit offenen Karten spiele. Ich habe es noch nicht geöffnet, ich weiß noch nicht, wie es aussieht. Ich kann euch aber jetzt schon mal sagen, das Buch wiegt einfach mal 1,5 Kilo. Das ist ein absoluter Klopper. 208 Seiten lang. Und absolut erste Sahne. Ich bin zwar noch ein bisschen in der Schwebe, ob ich das jetzt als Werbevideo markieren sollte. Ich zeige euch nur ein bisschen was. Ich glaube nicht, dass ich das darf, euch da Seite für Seite zeigen. Ich halte das kurz mal in die Luft, schau mal ein paar Seiten und zeige euch grob, was wir erwarten. Das einfach nur der Vollständigkeit halber. Wie gesagt, nichts gesponsert oder sonst irgendwas. Das mache ich aus freien Stücken. Und bevor es losgeht, wer von euch YouTuber, Twitch-Streamer oder irgend sowas ist und Bock auf einen Banner hat. Noch ein bisschen Werbung kommt ganz zum Schluss. Es ist ein Abonnent, der schon lange am Start ist, Lukas, dabei. Der hat mich vor ein paar Tagen angeschrieben und fragte, ob ich nicht mal einen Banner oder ob er mal einen Banner für mich machen kann, egal ob YouTube oder Twitch. Das Ergebnis, wie ich finde, ist sehr, sehr geil geworden, ist auf Twitch und YouTube auch schon drin. Also wer da Interesse hat, ich erwähne nachher zum Schluss noch ein paar Details. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Kernstück, zum Quest. Book oder zum Pathfinder Questbook. Kostet übrigens, ich war ursprünglich der Meinung, es waren 25 Euro, es sind tatsächlich 37 Euro gewesen oder 35 Euro. Und bin jetzt mal gespannt, wie es aussieht. Es ist auf jeden Fall ein... Boah, ist das edel. Eigentlich ist es ein Sammlerstück, was man niemals öffnen sollte. Boah, ist das riesig. Ich stell's mal neben meine Playstation. Ihr wisst selber, wie groß die Playstation ist. Moment, ich wackel jetzt, ist es vielleicht nicht ganz so professionell, aber halt die Fresse, ist das ein Riesenklopper. Ein mega fettes Buch. Das ist die Rückseite. Spiegelt ein bisschen, wenn eine schöne Folie drumherum ist. Und ihr seht ja schon, wie dick das ist. Das ist ja der wahre Wahnsinn. Also für alle Sammler, man sollte es wahrscheinlich normalerweise nicht öffnen. Ich mache es jetzt aber einfach, weil aus Langeweile habe ich es mir nicht gekauft. Und jetzt ist wahrscheinlich die Kunst hier, die schöne Folie abzukriegen. Kann man das Unboxing nennen, wenn man einfach nur was aus einem kleinen Stück Karton löst, bisschen Folie ab, aber ich mache das gerne. Ich mache das ja auch mit meinen Aim-Controllers immer ganz gerne. Oh, das ist eine A4-Seite, die da einfach nur reingeklemmt ist. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Gibt es eine Menge Details wahrscheinlich hinten zu lesen. Inhaltlich soll es so sein, ich habe es mir wie gesagt ja noch nicht angeguckt, dass ja Pathfinder auf der Suche nach seinem Erschaffer ist und es soll wohl voller Interviews mit verschiedenen Legenden sein und wir bekommen natürlich auch ein bisschen Storylore von anderen Legenden mit. Ist übrigens, jetzt bin ich mal gespannt, ob das auf Deutsch oder auf Englisch ist. Oh Gott, das ist komplett auf Englisch. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das ist auf Deutsch. Es gibt dann scheinbar keine deutsche Version. Also, wer da Bock hat, der sollte drüber nachdenken, ob er sich das wirklich zulegen will. Und ich weiß, Stand jetzt auch aktuell, es sei denn, ich blende euch das gleich noch ein, dann recherchiere ich nämlich, nachdem ich mit dem Video fertig bin, ob es das wirklich nur auf Englisch gibt oder auf Deutsch. Also man sieht ja, ist alles komplett auf Englisch. Ist ein bisschen schade, aber mein Gott, ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm. Aber wenn das alles auf Englisch ist, ist es natürlich schwere Kost, sich das alles von vorne bis hinten reinzuziehen. Ich blätter jetzt hier einfach mal irgendwo wild rein und zeige euch mal, wie das grob aussieht. Ich nehme mal kurz das Mikro ein bisschen zur Seite. Das ist schon sehr, sehr geil. Es sieht sehr hochwertig aus. Hier haben wir übrigens, glaube ich, hier das Schiff auf der Seite, was auf Kings Canyon abgestürzt ist.
sieht zumindest stark danach aus oder dem sehr ähnlich. Ich liebe das. Es ist wie bei, kennt ihr Final Fantasy, die Komplettlösungsbücher, wenn du die ausgepackt hast und die sind noch druckfrisch. Das riecht so geil. Oh, ich blätter einfach mal noch. Wie gesagt, ich wage zu behaupten, dass ich hier alles so zeigen darf. Deswegen zeige ich das nur mal ganz grob. Hier gibt es auch noch ein Foto. Das ist ja Mirage. Mirage als Kind. Ich weiß nicht. Ich zeige das besser nicht. Ich habe keinen Bock, einen auf den Deckel zu kriegen. Aber ich habe jetzt hier spontan einfach mal irgendeine Seite. Ich mache hier mal eine Seite, die nicht viel verrät. Hier hast du so ein paar... Also ihr seht, arsch viel Text. Sehr viel Hintergrundstuff. Ich blätter mal hier noch ein bisschen durch. The Truth, Chapter 11. Das ist in Kapiteln aufgelistet. Wie es aussieht, sind es 11 Kapitel. Auf der letzten Seite sieht man Blisk, der Erschaffer der Apex Games oder der Veranstalter. Na okay, das ist kein Geheimnis hier. Ein schönes Gruppenfoto. Auch sehr, sehr schick. Absolut edel gemacht. So, jetzt haben wir es hier. Prolog, Chapter 1. Wie viele Kapitel gibt es? Es gibt 11 Kapitel. Das ist eine Menge. Ich zeige euch nur mal so ein bisschen grob die erste Seite. So. Es ist schon edel. Ohne Scheiß, es ist ultra hochwertig gemacht. Aber viel mehr als das. Oder das kann ich euch auch noch zeigen. Das ist ein bekannter Ladebildschirm. Kennen wir auch. Ich glaube, das ist Lifeline und das ist das Mirage. Ich glaube, das Mirage, der hier auf dem Boden liegt. Viel mehr ins Teil sollte ich da wirklich nicht gehen, bevor man da einen auf den Deckel kriegt. Es gibt natürlich hier so ein paar Kapitel 2. Da hast du Gibi ganz fett drauf. Das sollte jetzt nichts passieren, wenn ich euch das zeige. Aber im Detail, denke ich, vorlesen oder sonst irgendwas. Das wäre natürlich richtig dumm von mir. Hier haben wir noch Loba und als kleinen Schatten Octane. Ohne fucking Scheiß, es ist der absolute Wahnsinn. Aber ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass es auf Englisch ist. Originalsprache, warum eigentlich nicht? Ich finde es nicht schlimm. Aber ich glaube, für jemanden, der die englische Sprache so gar nicht beherrscht, also so wirklich so richtig nicht. Ich meine, ich kann Englisch gut hören, ich kann es auch sprechen. Es ist mir einfach nur unangenehm, Englisch zu sprechen. Ist es natürlich ein bisschen, also unangenehm zu sprechen im Livestream zum Beispiel, wenn ich mit einem englischen Random oder so, da mache ich lieber auf Stumm und halt meine Klappe. Aber ansonsten, leck mich, ein schönes Buch. Ich werde das auf jeden Fall Stück für Stück mir mal reinziehen und vielleicht gebe ich im einen oder anderen Livestream auf Twitch auch mal ein kleines Feedback, was man so rauslesen kann. Natürlich nur ein bisschen angeteasert. Ins Detail will ich nicht gehen, weil es wäre frech für jemanden, der selber rausfinden will, wer ist der Erschaffer. Ich weiß aktuell nicht, ob in dem Questbook das auch gelöst wird, sage ich jetzt einfach mal. Da habe ich absolut keine Ahnung. So, das soll es zu dem Questbook gewesen sein. Wie gesagt, einen Amazon-Affiliate-Link haue ich euch in die Videobeschreibung. Unterstützt er mich, kostet euch, das möchte ich nochmal betonen, keinen Cent mehr. Und jetzt möchte ich mal auf den guten Lukas zurückkommen, der Abonnent von mir, der mich auf Instagram angeschrieben hat und mich gefragt hat, wie sieht's aus? Hast du Bock auf einen Banner? Für YouTube und für Twitch mache ich dir sehr, sehr gerne. Der hat einen Instagram-Account, den verlinke ich euch. Ihr könnt euch bei dem melden, wenn ihr Bock habt, selber so einen Banner zu haben. Der hat auch eine Webseite, eine richtige professionelle Webseite. Das wusste ich vorher nicht. Könnt ihr euch auch gerne reinziehen. Packe ich euch beides in die Videobeschreibung. Ich zeige euch erstmal das Endergebnis. Ich bin natürlich so ehrlich vorweg, ob das jetzt das finale Banner für immer bleibt, das weiß ich noch nicht, weil ich suche aktuell auch noch nach einem schönen Logo. Panda hat sich da sehr, sehr viel Mühe mit den Emotes gegeben und dem ganzen Spaß, aber dieses Comic, ich sage ich jetzt mal, das ist nicht die Endlösung. Ich möchte auf jeden Fall noch ein richtig schönes Logo, was man vielleicht auch irgendwann mal in ferner Zukunft auf ein Cappy drucken kann und so weiter und so fort. Ich zeige euch jetzt einfach mal, das ist das Twitch-Banner. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr geil. Und bevor ich das überhaupt verwendet habe, habe ich es wirklich einigen Leuten in meinem privaten Umfeld gezeigt und wollte erst mal wissen, wie findet ihr das? Der ein oder andere mag das vielleicht ein bisschen zu überladen finden. Keine Frage, auch das wird
sicherlich nicht mein letztes Banner sein, aber es sieht ultra, ultra nice aus. Ein Wochenende hat er sich hingesetzt, hat Entwürfe gemacht und hat auch innerhalb von Minuten reagiert auf Änderungswünsche und ist da sofort drauf eingegangen. Und Stunden später hatte ich neue Sachen am Start. Das ist übrigens, das wirkt jetzt erstmal ein bisschen riesig und groß. Das ist einfach nur das YouTube-Banner, was im Endeffekt, wenn ihr das dann drin habt, das ist einfach nur so groß, weil das auf dem mobilen Endgerät, auf dem Fernseher oder auf dem PC jeweils anders aussieht. Deswegen muss das so groß sein. Bei mir auf dem PC sieht das dann zum Beispiel so aus. Aber wenn ich das jetzt einfach nochmal reinzieht, die Details finde ich schon sehr, sehr gelungen. Er hat natürlich selber seine eigenen Anforderungen an die ganze Qualität. Er fragt euch vorher, was für Farben findet ihr wichtig? Was stellt ihr euch vor, muss da drin sein? Es geht sicherlich auch schlichter. Das ist natürlich jetzt ein krasses Ding, wo du überhaupt nicht weißt, wenn du jetzt nochmal aufmachst, du weißt gar nicht, wo du zuerst hingucken sollst, beziehungsweise gerade das Twitch-Logo finde ich. Ich finde es ultra nice, aber irgendwann, wie gesagt, wenn ich mein eigenes richtiges, fettes Logo habe, was sicherlich auch ein paar Euros kosten kann, dann hat das in der Mitte zu stehen und drumherum würde ich das dann einfach ein bisschen schlichter gestalten. Aber das hat jetzt erstmal Zeit. Ich finde es auf jeden Fall mega nice. Gebt mir gerne mal ein Feedback in den Kommentaren, was ihr von den Bannern haltet. Wenn ihr da Bock habt, wenn ihr selber Streamer, YouTuber oder sonst irgendwas seid in der Art, meldet euch bei Lukas, vielleicht erstmal bei Instagram, per Instagram, geht erstmal alles ab, dann guckt ihr vielleicht auf die Webseite, verlinke ich wie gesagt in der Videobeschreibung. Das soll es jetzt von mir gewesen sein. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr sonst im Allgemeinen rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch was da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.